Willkommen zurück, Freunde. Wie ihr sehen könnt, wir haben hier noch drei Hinweise, denen wir nachgehen müssen. Dann haben wir theoretisch alles zusammen, um alle an einen Ort zu bekommen. Und dadurch, dass es Nacht ist, werden wir uns hier Alexis mal zur Brust nehmen und schauen, ob wir jetzt hier den Hinweis finden, wie wir den Typen entlarven können. Und sieh mal einer an, da unten sehen wir auch schon, Alexis und Wenji sind an einem Spot. Ich war auch irgendwie der Meinung, dass hier dieser Dude, Egor, mit dabei ist. Aber okay. Es ist, wie es ist. Wir brauchen unbedingt den anderen Hinweis für Alexis, damit wir ihn identifizieren können. Mal schauen, ob es diesmal klappt. Ist, glaube ich, ja schon der dritte oder vierte Anlauf. Wobei, beim letzten Mal haben wir irgendeinen Hinweis bekommen. So komplett lost war das dann doch nicht. Okay, mach schnell die Tür auf. Na, komm schon. Wunderbar. Wir nehmen uns wieder die beiden Knarren. Ja, super. Super, nach unten gefallen. Ah, das machen wir hier schon irgendwie. So. Nicht schön, aber selten. Na, haben wir ihn? So, jetzt haben wir ihn. Wunderbar, Nummer 1. Da haben wir Nummer 2. Und da drin, die Knarre ist die Nummer 3. Sehr schön, genau rechtzeitig. So, jetzt kennen wir auch den richtigen Weg, wie wir hier am besten durchkommen, ohne drauf zu gehen. Na, komm schon. Wunderbar. Ah, sieh mal einer an. Von hier könnten wir die auch killen. Das ist mir bei den letzten Malen gar nicht aufgefallen. Gut, wir müssen aber erstmal ins Anwesen hinein. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen Lärm gemacht. Das mit dem Bier lasse ich erstmal. Da war ja schon so ein Indiz, dass der geil auf Bier ist. Aber wir laufen erstmal dort zu dem Hinweis. Na, muss ich jetzt noch höher? Ah ne, hier rechts war die Tür. Wir müssen jetzt höchstwahrscheinlich in sein Häuschen. Oh, jetzt haben wir hier aber die Kacke richtig am Dampfen. War das schon Alexis hier? Ja, ich glaube, ich habe hier ein bisschen zu viel Stress gemacht. So, wir sind hier in der Hütte. Beim letzten Mal habe ich übrigens gesehen, dass es hier auch eine Treppe hoch gibt. Die ist allerdings... Da haben wir es gesehen. Oh shit. Wir brauchen Verstärkung. Ja, der Loot wird hier aber immer besser.
Gut, beim nächsten Mal sollten wir weniger leer machen. Okay, da ist unser Residium. Da sind ein paar Hunde down. Oha, hier ist richtig Stress am Start. Mal schauen. Vielleicht düsen wir mal eben schnell zum Hinweis durch. Ja, hier liegt der Hinweis anscheinend nicht. Aber dafür ein bisschen HP. In den nächsten Loop zurückkehren, okay. Habe ich... Ich glaube, ich habe nicht den Hinweis bekommen, sondern habe ihn gefailt. Ach, das war Juliana. Gut, dafür haben wir sie down, bekommen gleich auch nochmal eine Tafel. Hoffentlich. Alexis haben wir aber noch nicht gekillt, oder? Oder vielleicht schon, deswegen sollen wir in den nächsten Loop springen. Wir hatten leider einen kleinen Hänger, aber glücklicherweise heißt das, wir dürfen nochmal ran. Die beiden haben eben erzählt, dass Schokobier das Lieblingsbier von Alexis ist. Demnach haben wir einen neuen Hinweis bekommen. Beziehungsweise er wird uns gar nicht als Hinweis angezeigt. Gut, jetzt muss ich halt mal versuchen, hier durchzukommen, ohne zu viel Aufregung zu erzeugen. Achso, ja, das ist der Weg. Den kennen wir schon. Sehr schön. Hier sind wir geschickt hochgekommen, nennen wir es einfach mal. Keiner da, das ist gut. Einmal durchs Fenster durch. Und jetzt, nein, die werden wir nicht töten. Das ist mir letztes Mal hier um die Ohren geflogen. Die haben mich ein wenig gesehen, aber vielleicht komme ich ja hier doch durch. So, hier ist das Anwesen. Hier müsste irgendwo etwas sein. So, sind da irgendwelche Hunde? Nein. Sind keine. Okay. Da ist alles gelesen. Wo haben wir den entsprechenden Hinweis? Das Ding können wir am besten schließen. Das
haben wir auch schon gelesen. Magazin ist voll. Wo ist der Hinweis? Mir geht's gut genug. Beziehungsweise, wonach suchen wir hier überhaupt? Der Marker zeigt eindeutig in die andere Richtung, aber wer weiß, vielleicht will er uns nur in die Irre führen. Da haben wir doch was. Das war aber nur ein kleiner Teil des Hinweises anscheinend. Moment, wenn wir das Ding jetzt hier geöffnet haben. Ich habe eine Idee. So, hier kommen wir nach unten. Da wollte ich eigentlich auch hin. Ne, Moment. Nee, die Tür ist blockiert. Stimmt, von der anderen Seite ist da so ein bisschen Holz. Müsste man platt machen. So. Hat uns jemand gesehen? Ich hoffe nicht. Ah, shit, schon wieder. Genauso wie beim letzten Mal. Und ich weiß wieder nicht, woran das lag. Das gibt's doch nicht. Ah, na gut. Dieses Mal ist es aber explodiert. Sind wir das? Gut, 15.000 Residium sollte ich nicht einfach so rumliegen lassen. Ist von den Dudes noch jemand da? Ich will es nicht riskieren. So, alles ist in die Luft geflogen. So, wo ist hier Schokoladenbier? Das ist irgendwas anderes. Das ist auch was anderes. Na komm, das drehen wir auch mal vorsichtshalber. Nee, das da unten ist hier Jolly irgendwas. Nee, das passt schon. Und jetzt laufen wir mal. Oder porten uns mal, weil das einfacher höchstwahrscheinlich ist. Wieder zurück in die Wohnung. Und schauen mal, was passiert. Schnell rüber hier, damit die uns nicht finden. Oh, wo ist nochmal das Fenster? Hier ist das Fenster.
So, jetzt können wir hier was sehen. Die Frage ist jetzt halt nur, wie lange müssen wir warten? Oder bin ich vielleicht am falschen Spot? Ja, eventuell schneide ich das dann zusammen. Gut, dieser Plan hat nicht wirklich funktioniert. Deswegen versuchen wir mal was anderes. Und zwar habe ich eben hier hinten in der Ecke dieses Ding entdeckt. 3433. Und ich meine, dass wir sowas schon mal gesehen haben. Ja, gehen wir mal da. Na? Gut, dann müssen wir es anders machen. So, ich meine hier, da war's. Ah, die Leute fangen an zu tanzen. Okay. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob wir hier wirklich sicher sind. Ah, hier nochmal ein paar Nägel mitnehmen. Ah, da geht's raus. Lieber schnell die Tür zumachen. Ist er das jetzt? Oh. Interessant. Jetzt meine ich, zwei Wege gefunden zu haben und keiner davon funktioniert. Super. Ups. Zack, lieber mal zumachen. Wir hören auf jeden Fall schon mal seine Stimme. Aber wir sehen ihn nicht. Oder ist der das? Ja, das war er. Er wurde uns aber nicht angezeigt. Zum nächsten Loop zurückkehren. Okay.
Also eigentlich wollte ich genau hier raus. Na, dann verschafft ihn mal einen Vorteil. Oh, ist halt die Frage. Nee, zum nächsten Loop zurückkehren. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Also dadurch, dass uns das Ding jetzt nicht wirklich angezeigt wurde, würde ich jetzt vermuten, dass das nicht so gut ist. Oh, shit. Ist, glaube ich, aber auch besser so. Wobei... So, jetzt haben wir erstmal unser Residium wieder. Das hat natürlich bestens funktioniert. Na, komm schon. Drecksding, geh endlich auf. Ich hätte gedacht, ich hätte hier Juliana gesehen. Zum Glück war das nicht der Fall. So, wo müssen wir hin? Ja, aber bitte nicht mich. So, von hier sind wir doch gekommen. Na, komm schon. Schnell durch. Und da ist die Tür. So, mal schauen, was jetzt passiert. Ob wir irgendetwas über Alexis rausgefunden haben. Na, kommt, macht's nicht so spannend. Nee, nicht wirklich. Leider haben wir Residium-mäßig auch nichts Besonderes oder Tafelmäßiges. Ja, shit. Also das mit Alexis ist nach wie vor ein Problem. Oh, haben wir hier was? Was ist das hier für ein Hinweis? Hier ganz unten... Gut, dann gehen wir dem Hinweis einfach mal nach. Das Ding haben wir, glaube ich, auch schon ziemlich lange. Und ich habe es immer ignoriert. Ja, das mit Alexis wurmt mich jetzt immer noch. Irgendwie werden wir es schon hinbekommen. Irgendwie habe ich im Gefühl, dass das der letzte Hinweis sein wird. Gut, jetzt müssen wir uns aber, glaube ich, erstmal um die Sektenführerin kümmern. Wo gehen wir da am besten hin? Hier links. Ihr Glückskinder habt den schönsten Ort der Insel gleich um die Ecke. Die Bibliothek. Macht euch bereit zum Ballern. Ah, shit. Ich dachte, ich komme da noch schnell weg. Mal schauen, bislang können wir die gut abballern.
du mit einer Flasche geworfen? Was ist los mit dir? Na, komm schon. Sieh mal eine an. Zu dieser Tageszeit ist diese Brücke gar nicht zu. So, down ist er. Na, komm schon. So, draufballern. Das Ding ist auch zu. Shit. Das wird nichts. Muss den Generator anwerfen. Ja, stimmt. So, wenn wir da nicht durchkommen. Da ist auch alles dicht. Jetzt müssen wir hier auch noch den langen Weg nehmen, oder wie? Ja, shit. Das hat ja nicht so funktioniert, wie ich es eigentlich vorhatte. Sehr schön, der ist in die Luft gegangen, hat noch ein paar mitgenommen. Die ist auch down. Und irgendwo war hier auf jeden Fall noch Heilung. Zumindest bei den letzten Malen. Gut, heute nicht. Ja, die stehen jetzt da hinten alle auf dem kleinen Hügel. Was müssen wir... Haben wir das nicht schon gemacht? Haben wir hier nicht die ganze Elektrizität schon mal platt gemacht? So, das hier ist es ja. Achtung, Hochspannung. Das haben wir definitiv schon mal gemacht. So, noch drei Stück. Da haben wir auch ein bisschen HP. Das ist ja interessant. Oder bin ich draufgegangen? Ist auf jeden Fall nicht so unrealistisch. Das nehmen wir auch nochmal mit. So, dann haben wir da hinten noch irgendwo zwei Kabel. So, nehmen wir mit. Hier geht's rein. Residium nehmen wir auch mit. Kugeln gratis. Nee, da glauben wir nicht dran. Ein bisschen laut, aber egal. So, und das letzte Ding ist hier hinten. Da müsste, glaube ich, auch alles aufgeräumt sein. Wir haben ja da alles umgenietet. Die Tür geht Gott sei Dank auf. Gut. Ja, shit. So, die knallen wir hier alle schön mit der Sniper ab. Wo ist der nächste? Oh,
Konnte man die überhaupt platt machen? Irgendwie habe ich im Gedächtnis ja. Ja, das funktioniert. Zack, einmal durchporten. So, wo ist jetzt? Wo bist du? So, einmal Dude, wo bist du? Und dann nochmal, wo ist der Stromkasten? Wir haben da auf jeden Fall ein Kabel und da ist das Ding. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch hier irgendwie durchkommen. Laufen wir hier doch einfach mal durch. Ah, sieh mal einer an. Da ist noch ein Kabel. So, jetzt. Und wir können verlassen. Okay. Gut, damit haben wir das Ding jetzt hier abgeschlossen. Der Hinweis war recht entspannt und easy. Aber ich bin fest der Meinung, dass wir das schon mal gemacht haben. Weil diesen Kabeln hinterherlaufen, definitiv. Ist halt nur die Frage, wieso oder was ist passiert, dass er das nicht übernommen hat. War er wahrscheinlich draufgegangen auf dem Weg zurück. Gut, dann haben wir noch zwei Hinweise, denen wir nachgehen müssen. Alexis und noch irgendwas anderes. Was können wir jetzt als nächstes machen? Es ist auf jeden Fall Vormittag. Ja, wir haben hier oben noch diese komische Station. War das nicht eben der Spot, wo wir schon waren? Egal, wir gehen erstmal hier unten weiter, den Code finden. So, einmal hinter. Ist das schon wieder dieselbe Map? Interessant. Im ungünstigsten Fall kann ich gleich direkt wieder raus, weil es die falsche Tageszeit ist. Na, komm schon, beeil dich. Ah nee, das ist nicht dieselbe Map. Sehr schön. Ah, das ist schon wieder das Ding mit dem Bunker hier. So, beide sind down. Das passt. Hier kommen wir auch wunderbar durch. ...64 Meter. Ah, doch, das ist doch die Map von vorhin. So, hier haben wir uns jetzt dieses Mal wunderschön hochgeportet. Mal schauen, ob hier gleich irgendwo noch einer rumeiert. Hallo,
Leute, das hättet ihr auch ruhig in die vorherige Mission reinpacken können. Frankie Schatz, okay. Und wir können wieder verlassen. Wegen diesem kleinen Hinweis, den wir auch hätten ruhig eben machen können, mussten wir hier nochmal komplett durchlaufen. Das ist aber jetzt Beschäftigungstherapie. Ja, shit, keine Kraft mehr gehabt, da durchzuporten. Aber zumindest mal ein bisschen HP mitgenommen. Ja, schon wieder. Keine HP, keine Magie gehabt. Es wird langsam zur Krankheit. Einmal durchlaufen, da hinten nach links. Ach, da hinten sagt er verlassen. Ja, ist ja kein Problem. Es gibt ja mehrere Türen. Und eine davon ist hier. Nope, das war die falsche. Hier müssen wir durch. So, das war jetzt Plappermaul. Der Dude, der in seiner Sicherheitskammer drin hockt und sich da leider nicht rausbewegt. Nun gut, springen wir mal in den nächsten Bereich, Container 6233, okay. Schauen wir mal. Ach, diese Ladezeiten, das ist echt ein bisschen zu heftig. Und vor allen Dingen so wie eben, da bist du 2-3 Minuten in der Mission unterwegs und dann musst du wieder eine halbe Minute Ladezeit über dich ergehen lassen. Ist etwas ungeil. Und dann öffnet er auch noch jedes Mal so langsam die Tür. So, was haben wir da? Der Container. Der gute Cole spricht ja gar nicht mehr mit Juliana. Sind das keine Kumpels mehr? Oh, das hat gut funktioniert. Ich frage mich gerade, was das hier für eine Map ist. Irgendwie kommt mir hier aktuell zumindest noch nichts wirklich bekannt vor. Ah doch. Da war die Sektenanführerin drinne. So, da haben wir den Container. Na, komm schon. Aber auch das mit dem Container, hatten wir das nicht auch schon mal? Irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor. So, müssen wir hier irgendwas machen? Ach, hier, sabotieren. Okay, wir müssen zum nächsten Loop zurückkehren. Aber vorher könnten wir wieder irgendeinen Quatsch mit Alexis machen. Dann sieh mal einer an. Residium wurde auch zurückgesetzt. Das hatte ich ja ganz vergessen. Ja, aber auch hier wieder, ne? Das hat nicht wirklich lange gedauert. 3 Minuten oder so. Und dafür hat man sich wieder eine halbe Minute Ladezeit reingezogen.
So, da geht's durch. Das ist ein bisschen lame. Sehr schön. Gut, was wir aber jetzt noch versuchen könnten. Alexis, die vierte oder fünfte. Wievielte Versuch auch immer das ist. Aber das muss unbedingt am Morgen gemacht werden. So, hier nehmen wir uns Alexis. Genau, wir haben jetzt nur noch, na doch, hier unten 1, 2, immer noch 3. Weil ich mich so dämlich bei dem hier anstelle. Und die längste Ladezeit aller Zeiten mal wieder. Wunderbar. So, die Waffe wieder zusammenbauen. Hey, Leute, ich habe streng geheime Informationen. Ach ja, raus damit. Ich sagte, diese. So, einmal hier wieder rüber sneaken. Okay, da hat der letzte Sprung nicht mehr funktioniert. Hier überbrücken. Da ist die Brücke auch dicht. Was mich jetzt wundert, ist, die Tür, die immer offen war, ist jetzt zu. Aber okay, so kriegen wir die auf. Nur weil ich die beim letzten Mal platt gemacht habe. So, sehr schön, hier kommen wir durch. Ah shit, ich habe den Teleporter gar nicht drin gehabt. Das ist natürlich nicht so geil. Ah, abgerutscht, shit. Ja, so, da haben wir dieses Schokobier nochmal. So. Gut, kein Lärm gemacht. Das war jetzt nicht so geil. Aber wir haben doch gar nicht gefeuert. Wie konnten die uns jetzt sehen oder hören? Fuck, echt jetzt? So, lass mich doch einfach hier durch. Ich will das mit dem Bier machen. So,
Da ist nämlich unten. Das Ding hat mich die ganze Zeit platt gemacht. Eieieiei. Ja, da komme ich leider mit dem Teleporter nicht durch. So, wie hat sie mich jetzt gesehen? Und dieser Alexis-Dude geht mir echt massiv auf die Nerven. Und alle stehen hier noch rum. Okay, das wird, glaube ich, nichts hier. Das ist wieder Alexis. So, jetzt ist er down. Der Hinweis ist auch weg. Das war fertig für heute. Und ich bin down. Gut. Aber Alexis ist auch down. Eieieiei. Der Typ macht mich hier echt fertig. Weil ich gerade überhaupt nicht verstehe, wie wir an ihn rankommen. Wie kriegen wir das hin, dass wir ganz klar sagen können, dass er derjenige ist, den wir suchen? Gut. Ich starte den Loop einfach nochmal von vorne und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in einem schönen, sauberen Loop. Ich muss sowieso nur die Antenne noch deaktivieren und dann kann ich das ganze Ding hier neu starten.